Ich bin 1924 geboren in Pommern. Ich bin jetzt 98. Dann 4 Monate sind das erst her, seitdem ich hier außer Latschen gekippt bin. Nicht? Bis dato habe ich mich ja selbst versorgt und das ging alles ganz gut. Ich habe auch selbst noch eingekauft, aber die Einsamkeit macht schon mürbe. Nein, ich war schon alleine. Meine Frau war schon verstorben und ich war alleine zu Hause. Und jetzt hat der liebe Gott mich hierher geschickt. Hier bin ich schon gut ein Jahr lang immer zur Tagespflege gewesen. Und ich muss sagen, das war eigentlich ein guter Schritt, den wir getan haben. Wo wäre ich sonst untergekommen? Nicht? Die Atmosphäre hier im Haus ist gut. Ehrlich gesagt, mir hat das in der Tagespflege hier wunderbar gefallen. Und ich bin auch immer wieder herzlich willkommen hier. Hier kommst du rein, ich wurde abgeholt von zu Hause, ich kriegte hier mein Frühstück. Wir haben hier ein paar Spielchen gemacht, wir haben gesungen. Lauter Heil und Segen. Und wir kriegen Mittagessen, nach Mittagpause machen hier in diesen Räumen so ein Stündchen etwa. Dann kriegen wir unseren Kaffee hier und dann gegen 4 ungefähr brachten wir uns wieder nach Hause. Also ich kann das nur empfehlen. Das war für mich als Rentner oder alleinstehenden Menschen wie 6 richtige im Lotto. Ja wirklich, wenn ich nach Hause gekommen bin, ja gut, das war mein Zuhause. Aber ich war alleine. Während du hier unter Leuten bist, du kannst dich unterhalten und was alles so an. Und es liegt an jedem selber, wie man mitmacht. Ja, oben Gedächtnistraining. Oder aber die machen dann auch Gymnastikübungen, die Beine bewegen. Ich kann dann immer manchmal nicht so mitmachen, wie ich gerne möchte. Aber im Großen und Ganzen, Bewegungsübungen sind vorteilhaft. Du rostest ein zuletzt hier, wenn du dich bewegst. Nur einmal im Zimmer auf und ab gehen reicht nicht. Ne? Ich darf denn schon mal hier in die Runde gehen. Wer noch nie in der Tagespflege war und will wissen betreut werden, mindestens einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, die Möglichkeit besteht hier ja. Nicht? Und das wird ja auch zum größten Teil durch die Pflegekasse abgedeckt. Ja, aber sonst muss ich Ihnen sagen, ich fühle mich auch jetzt hier richtig gut gepflegt. Sie kümmern sich um jeden hier im Hause. Ja, dass ich nun mittlerweile nicht mehr der Jüngste bin, habe noch so ein bisschen eine Lebenserfahrung gesammelt. Ne? Ich kann schon einschätzen, was gut und böse ist. Ne? Also verarschen könnte mich noch nicht.